Primal Nemesis ist die neue 10€ Premium-Mod vom Modmacher von Primal Chaos. Es gibt über 1000 neue Dino-Varianten, 25 komplett neue Bosse, Kolossus-Dinos, die viel größer sind als normal und wandernde Loot-Crates. Ich dachte, ich teste das Ganze mal komplett mit euch durch, also viel Spaß. Und wir gehen direkt mal rein in das Ganze hier. Ich habe mir noch nichts angeguckt. Gestern Abend ist die Mod rausgekommen. 10€ hat das Ganze gekostet, ist eine Premium-Mod. Aber ich bin gespannt, wie das Ganze wird. Wenn euch das Ganze gefallen sollte, lasst auf jeden Fall mal ein Like oder Abo da. Dann kann ich auch daran sehen, ob euch das gefällt und ob ich das Ganze hier weitermache. Soll das Let's Play von Primal Nemesis, so heißt das Ganze. Ich bin so tot. Oh mein Gott, der Gockel, der will mich richtig. Ich glaube, nicht nur der will mich. Ich habe gerade noch irgendwas gehört. Dann lässt er mich irgendwann auch in Ruhe oder eher nicht so? Ach so, ja, nee, der lässt mich, glaube ich, gerade. Ach so, perfekt, ja. Kolossus Apex Dodo. Also in dem Trailer war zu sehen, es gibt so Kolossus-Varianten. Das sind einfach nur größere Versionen von den normalen. Da haben wir gerade schon mal direkt eingefunden. Und tatsächlich sehen wir hier gerade, ist das ein normaler Hydro? Das ist wie der von Primal Chaos. Ich höre schon wieder Dodo. Oh mein Gott, das war schon wieder. Das war schon wieder. Ey, ohne Witz. Das kann doch nicht wahr sein. Hat man hier nicht irgendwie mal ganz kurz Zeit, mal eben zu überleben? Was bist du für ein Dodo? Der macht kaum Damage. Das ist ein Alpha Dodo Level 1. Du bist Level 1 oder was? Ja, ja, komm du. Okay, vielleicht gewinnst du diesmal. Ja, diesmal. Ah, okay. Vielleicht versuchen wir mal woanders zu spawnen. Ich glaube, wir gehen mal darüber. Es könnte sein, dass es eine sehr todesreiche Folge wird. Aber vielleicht sehen wir zumindest ein paar unterschiedliche Sachen, wie zum Beispiel ein Bulbdog, der noch gar nicht im Game ist. Der kommt eigentlich erst am 4. mit Aberration. Und, okay. Ja, nee, das ist auch super. Ich glaube, das ist schon wieder direkt Ende. Da oben ist auch ein glühender. Oh mein Gott! Ja, der ist auch sehr sauer. Der ist auch sehr, okay. Der ist, okay. Das hier ist übrigens das Easy-Gebiet, wollte ich nur mal gesagt haben. Nicht, dass ihr denkt, ich bin da irgendwie im Hardcore-Gebiet unterwegs. Das hier ist das Easy-Gebiet und da bin ich gerade gestorben. Tatsächlich hatte ich mir so vorgenommen, dass wir vielleicht hier sogar irgendwo hingehen und uns da auf dem Berg so eine kleine Hütte bauen, weil ich glaube, das ist der einzige Weg hier zu überleben. Tatsächlich, dass man irgendwo auf den Berg geht und sich da irgendwie ein bisschen einbaut. Sind Alphas immer sauer? Das ist halt die Frage. Das Gesicht von dem Affen sah gerade super schlimm aus. Anscheinend nicht. Oder doch? Du bist absolut sauer. Du bist auch sauer, ja. Okay, ich hab's gecheckt. Auch du bist sauer, ja. Wo ist er hin? Oh Leute, er sitzt einfach auf dem Baum. Und wirf mich mit Kacke. Ach, Pego, was sagst du? Apex. Ach so. Okay. Was ich nachgelesen habe auf deren Discord, ist, dass es so Elementar-Dinos gibt und die haben alle einen Effekt. Ich bin noch näher dran. Oh mein Gott, wir arbeiten uns langsam vor, auch wenn eher ungewollt. Es gibt so Elementar-Dinos und Nature bringt, glaube ich, dass Crops schneller wachsen. Wasser kannst du immer aus dem Dino raustrinken, glaube ich. Und noch irgendwie, der bewässert auch Crops in der Nähe. Denn diese Strom-Dinos gibt es auch wieder. Die geben einfach wie so ein Generator halt Elektrizität. Dann gibt's. Na, der Dodo ist so sauer. Es ist. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Auf jeden Fall gibt es noch andere Elemente. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Frost noch. Der ist irgendwie ein Kühlschrank oder so. Keine Ahnung. Ich werde hier nie eine Sekunde leben können. Niemals. Es geht einfach nicht. Es geht. Einfach nicht, alles ist sauer. Vielleicht Movement Speed Skill, das ist vielleicht fähig. Ich glaube, das habe ich sogar eingestellt, dass ich das kann. Vielleicht kommen wir dann so ein bisschen weg, das machen wir gleich mal. Ich überlege, einfach mitten rein zu gehen irgendwo. Wir gehen jetzt mal mitten rein und ich hoffe, dass ich in eine Ruine reinkomme oder so. Ich weiß nicht, ob das hier sicher ist. Da oben ist schon eine Karkinos. Da ist schon wieder so ein Golem, ey. Ich flachse. Ach, hier ist noch eine Karkinos. Ey, das hört ja gar nicht auf. Es gibt auch Feuerraptoren anscheinend. Ich weiß nicht, ob der, ja, der ist absolut sauer auf mich auch wieder. Oh Mann. Hey, ohne Witz, das ist der schlimmste Start, den ich je moddet hatte. Ich glaube, das ist eine crazy schwere Mod. Also wirklich, wirklich schwere Mod. Weil da, hier ist überall ist es gefährlich. Und jedes Vieh will dich angreifen. Egal was. Ich sage euch so, wie es ist. Es gibt keinen sicheren Ort. Es gibt die nicht. Es gibt die nicht. Es gibt ihn einfach nicht. Es ist kein Strand sicher. Guckt euch das an. Guckt euch das hinter mir an. Also, es ist kein sicherer Ort da. Nirgends. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Ich kann auch nicht direkt ins Schneegebiet irgendwo. Das bringt auch nichts. Sumpf ist auch kacke bestimmt. Die Insel ist, glaube ich, auch nicht so gut. Obwohl, vielleicht ist es einfach umgekehrt. Vielleicht ist hier einfach... Nee, es ist nicht umgekehrt. Nein. Ich kann bestätigen, der Iro-Rex, der Wasser-Rex hier, sagt was anderes. Nee, ist okay. Ist okay. Ich bin gerade wieder gespawnt. Diesmal neben Busch-Dodos. Aber Busch-Dodos sind auch sauer. Und Busch-Dodos spucken komische Sachen. Ja, wir rennen einfach erstmal. Ich muss irgendwie dazu kommen, einmal ein paar Foundations zu craften, um ein bisschen Level zu bekommen. Um dann vielleicht Ausdauer und mehr Movement Speed skillen zu können. Und dann vielleicht so ein bisschen wegrennen zu können. Das ist der einzige Weg hier raus. Was ist das hier? Ist das ein Kolossus Bronto? Oh mein Gott, ist das ein Oschi. Und meine FPS sind direkt mal 30 runtergegangen, als ich den gesehen habe.
Was zum Teufel, so einen will ich haben. Jetzt werde ich schon von normalen Raptoren gekillt. Jetzt ist es traurig. Okay, ich bin bei der Ruine, wo ich hin wollte, aber hier ist ein brennender Golem neben mir. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das ist. Ich habe das ungute Gefühl, das ist nicht gut, Leute. Hab ein ungutes Gefühl, dass auch das nicht gut ist. Okay, ich habe hier so ein ganz kleines Fleckchen, wo ich gerade nicht angegriffen werde, mal ganz kurz. Und ich habe mich dazu entschieden, hier gegen die Bäume zu boxen. Und während ich gegen Bäume boxe, blute ich wie blöd. Guckt euch das mal an. Was ist das für Bluteffekte, bitte? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, anscheinend haben wir auch so ein paar neue Animationen oder so. Und ich habe noch nicht ein Holz bekommen. Habt ihr das gesehen? Ich werde, glaube ich, komplett gescammt. Wirklich noch nicht ein Holz. Aber, wisst ihr was? Stamina? Wichtig, wichtig. Und wir werden bald. Okay, nee, doch keine Ruhe, doch keine Ruhe. Aber ich werde meine Foundations craften. Ich werde dazu kommen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Oh Gott, ja, komm, tut es einfach. Ey, ich bin wieder neben dem Riesen-Bronto. Junge, der Bronto ist so groß. Was zum Teufel? Hä, das ist crazy. Sowas habe ich noch nie gesehen bei der Mod, glaube ich. So ein Riesenvieh. Was ist das denn? Ja, ich hoffe halt, dass ich irgendwann mal Holz bekomme, aber ich werde gerade. Oh, danke, Holz. So. Und jetzt brauche ich noch irgendwie einen Stein. Aber kann ich hier irgendwo Steine bekommen? Ey, ich würde gerne mal was craften und was machen. Hier ist halt gerade so ein bisschen ruhig. Ey, vielleicht ist das der Weg. Vielleicht ist das unser Start. Ich weiß jetzt nicht, wie aggro so Biber sind oder so. Ein Stein bitte irgendwo. Bitte. Ich habe Steine, ich habe Steine, ich habe Steine. Rückzug, Rückzug. Craften. Ich habe eine Spitzhacke. Nach wie lange spielen? Halbe Stunde spielen oder so? Habe ich mir das erstmal eine Spitzhacke gemacht. Das ist crazy. Und ihr glaubt nicht, was ich gleich noch habe. Ich habe gleich auch einfach eine Axt. Da ist sie, die Axt. Wir haben zwei Sachen. Ich frage mich, ob wir es schaffen, da oben reinzukommen. Das wäre so cool, wenn wir da reinkommen würden. Weil dann müssten wir nur so zwei Ausgänge versperren und wir wären einfach glücklich. Aber ich habe da ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Und ich bin hier gerade ein bisschen sicher. Von daher crafte ich hier erstmal ein bisschen was, dass ich vielleicht noch ein bisschen Movement Speed gleich skillen kann. Leute, vier Foundations werden gecraftet. Vier Stück gerade. Wir machen Fortschritte. Wir machen große Fortschritte. Movement Speed. Aber sowas von Ausdauer. Mehr nicht. Ich weiß nicht mal, was das hier alles für Sachen sind. Alles noch nie gesehen. Und der lernt tatsächlich so ein paar Sachen nicht und ein paar schon. Es gibt auch ein Private Cauldron. Das hier sind die ersten Kibbel, die man machen kann. Dafür brauchen wir einfach Dinosaurier-Eier und so ein bisschen Kleinkram, aber auch Karotten. Ekelhaft. Das ist die zweiten Kibbel, das ist Apex-Kibbel und dafür braucht man Alpha-Eier. Also man muss wieder sich komplett durcharbeiten. Erst Alphas holen, dann die Apex holen und dann geht es wahrscheinlich zu den Elementals. Wir gucken mal kurz. Die habe ich noch nicht freigeschaltet anscheinend. Okay, ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, einfach mal hochzurennen und das hat ganz gut geklappt. Es ist mir nicht mal großartig irgendwas entgegengekommen. Ich weiß nicht, was das da hinten ist. Das sieht aber schon wieder irgendwie, das ist ein Biber vielleicht, Alpha-Biber oder so. Aber sonst sieht es hier ganz harmonisch aus. Hier werde ich vielleicht, oh mein Gott, so viel dazu. Biber, bist du sauer oder nicht? Du bist nicht sauer. Und du hast eine hübsche Friese, ey. Steht dir auf jeden Fall. Ja, hier wird erstmal unsere Base so ein bisschen gebaut. Der Bronto ist größer als alles andere. Was zum Teufel? Was ich mal sagen muss, ist, irgendwie wirken so einige Animationen voll so klobiger oder so. Außer beim Abbauen. Irgendwie wirkt das anders und komisch. Und beim Rennen habe ich auch ab und zu so das Gefühl, dass ich so komisch stecken bleib einfach. Das ist ganz merkwürdig. Ich glaube aber, das liegt an der Mod, weil sonst habe ich das eigentlich nie. Okay, ich wollte gerade nur was trinken und wurde von einem Alpha-Biber gesnackt. Okay, ich habe eine doofe Idee. Vielleicht ist die WI sehr, sehr doof sogar. Aber ich habe hier gerade wieder ein kleines Fleckchen, wo ich so ein bisschen Ruhe abbauen kann. Und ich werde jetzt einfach weiter abbauen. Und wir gehen aufs Wasser. Wir gehen aufs Wasser. Ich habe noch nichts super Böses im Wasser gesehen. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach blind war oder noch nichts gespawnt ist. Aber wir werden ein bisschen aufs Wasser ziehen. Weil dann kann ich vielleicht auch mal so ein bisschen abhauen. Es ist unmöglich hier überall. Ich komme nirgendwo hin. Ich versuche es immer wieder. Wie oft bin ich schon gestorben? Kann ich das irgendwie sehen? Ich bin 14 Mal gestorben. Wahrscheinlich, denke ich. Ja, also es läuft ja, geht so gut. Und wir machen jetzt erstmal das. Statt aufs Wasser zu bauen, hätten andere Leute wahrscheinlich einen Raft genommen. Das wäre wahrscheinlich auch der smartere Weg gewesen. Ja, egal. Ich mache das jetzt so. Ey, dann habe ich kein Lizitsch. Das töten, das ist doch auch was. Plan geht gerade ein bisschen in die Hose, habe ich das Gefühl. Mr. Kakidos, was machen Sie denn auf einmal hier? Vorher war die ganze Zeit nicht sowas unterwegs. Ich hoffe einfach, der kommt nicht zu mir. Warum sollte er zu mir kommen? Hä? Ich bin hier ganz friedlich am Abbauen. Das sieht doch hier alles tiefenentspannt aus. Ja, nee, ich mache mir doch keine Sorgen. Das läuft schon also. Oh nein, jetzt habe ich auch noch Hunger. Das Ding ist, wir müssen halt bald irgendwas töten, damit wir mal Metallsachen machen können. Und dafür brauchen wir halt Hide. Und ein Bettchen hätte ich auch gerne, dass ich nicht immer irgendwo spawne. Und ich weiß nicht, was ich töten soll.
Also bis jetzt erschließt sich mir noch nicht, was ich töten soll. Ich wurde einfach von einem normalen Raptor gekillt, glaube ich. Könnte sein, dass das so eine Idee ist, sowas zu killen. Da muss ich auch hinkommen und meine Sachen behalten auf dem ganzen Weg. Ja, also es wird gleich ein Bogen gemacht wahrscheinlich. Und wir gucken mal, ob wir irgendwo was Normales finden, was wir killen können. Ein gutes Gefühl habe ich dabei nicht. Okay, das ist meine Plattform. Sie ist nicht sonderlich weit im Wasser. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, was hat der denn da gemacht? Ich wollte auch ein bisschen Level nebenbei, okay? Das war auch so ein kleines Ding, was ich machen wollte. Und hier fühle ich mich sicherer als am Strand. Glaube ich zumindest. Glaube ich. So, jetzt müssen wir nur irgendwas töten, um mal ein bisschen high zu kommen, um dann vielleicht ein paar Sachen craften zu können. Also, wir versuchen jetzt, in nicht gemoddete Dinger reinzurennen und die zu töten. Das ist der Plan. Zum Beispiel er. Oh mein Gott, der ist normal, oder? Ist er? Der sieht sehr normal aus. Stirb. Bist du doch nicht normal? Doch, du bist normal. Gib mir dein Hide, bitte ganz viel. Oh mein Gott, was zu essen. Wir haben das erste Mal was Richtiges zu essen, nicht nur Beeren. Fortschritt, was hab ich. Ne, bist du normal? Du bist auch normal, oder? Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Das ist der beste Tag ever. Wir haben Start, Leute. Wir haben Start. Wir sind drin. Warum ist hier jetzt ein Alpha-Raptor? Das kann nicht wahr sein. Hallo. Ne, 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 ne. Ne, da müssen wir nochmal drüber reden. Hallo. Ich habe hier extra meine Wasserbase gebaut. Könnten Sie bitte aufhören? Will der mir so ganz hinterher folgen, bis hier hinten? Ja, oh, absolut wird er das. Oh mein Gott. Ja. Hä? Nee? Oh doch. Hä? Was ist das? Was ist jetzt? Hä? Was jetzt? Ja, jetzt springst du ins Wasser. Jetzt machen wir regelrange Rose. Ja, jetzt gehe ich hier wieder hoch. Oh mein Gott, die Strategien, ey. Die Strategien sind unglaublich. Was will er tun? Er hat sich mit dem Meister des Wasserbauens angelegt. Okay, ich höre irgendwie dicke Bossmusik hier hinten irgendwo. Okay, vielleicht sind Alphas doch gar nicht so kacke. Und diese Bossmusik. Wo ist hier ein Boss? Oh, da oben. Oh mein Gott, was passiert da? Oh mein Gott, die schießen sogar in meine Richtung. Oh mein Gott, diese Klose! Ich würde spontan sagen, Planänderung einfach. Wir ziehen erstmal durch und versuchen irgendwie so ein bisschen wegzukommen. Wir brauchen eh ein bisschen Metall. Wo ich hätte gern ein Bett da drauf gebaut, tatsächlich. Ich hätte sehr gern ein Bett da drauf gebaut. Ja, wir leiten den einfach ein bisschen weg. Und eine Forge hätte ich eigentlich auch gerne. Ist der Raptor noch hinter mir her? Ich weiß es nicht. Oh, Fall Damage. Bitter. Aber ich bin nicht weit weggestorben, weil ich sehe die Dinger noch fliegen von da oben. Oh mein Gott. Oh, Raptor isst mich noch. Och, Mann. Nee, das muss aber auch nicht. Jetzt habe ich mich aufgegessen, glaube ich. Oh, danke. Okay. Oh, das war ja alles entspannt. Der Raptor und ich, wir werden langsam Freunde. Also ich gewöhne mich an ihn. Ich gewöhne mich daran, einfach dauerhaft verfolgt zu werden. Und das wird langsam normal. An die Bossmusik gewöhne ich mich auch langsam. Hallo, riesiger Kompi. Dich habe ich noch nicht kennengelernt. Schön, dass du auch hier bist. Weil mir fehlte Fiber. Wie weit geht denn die Bossmusik? Das ist doch nicht deren Ernst. Ich muss das leiser machen gleich. Aber sowas von. Was ist das für eine Biene? Oh. Okay. Ich habe ein bisschen Oxy geskillt und ich gehe tauchen. Ich komme da selbst so nicht hin, vielleicht. Die jagt einfach alles hoch. Die ist sauer. Warum ist die so sauer? Also in der Theorie bin ich da. Okay. Okay, wir hauen ab. Wir hauen ab. Wir ziehen durch. Das war's. Oh, den Para müsste ich eigentlich töten für Hyde. Aber ich glaube, ich habe erstmal genug. Wir ziehen durch. Okay, im Wasser ist man nicht sicher. Da kommen auch Sachen rein. So wie Feuerdodos, die dich hochspringen wollen. Es ist schlimm. Ich will mal eben ein Bettchen platzieren. Ganz in Ruhe, okay? Guckst du mir zu, Dodo? Okay, super. Der will schon so ein bisschen hoch auch, ne? Campfire. So. Noch ein Bett. Okay, er boxt, aber er hat noch nicht geschossen. Der kann auch so Feuersachen schießen. Der ist auch nur Level 15. Ich brauche unbedingt ein Spyglass, weil dann kann ich vielleicht mal so abchecken, wie viel Leben die haben. Da habe ich ja vielleicht sogar eine Chance gegen die. Das war's komplett. Also, das war's komplett. Okay, mein Bett ist schon wieder weg. Das ist nicht so cool. Ach Mann, warum bin ich so gequält? Ich glaube, er ist stuck. Bitte. Bitte stirb einfach. Wie viel Leben kann Level 15 Dodo haben? Sag mir das bitte. Und sag jetzt nicht 30.000 oder so. Ich will es nicht hören. Er ist tot. Oh mein Gott, er ist tot. Oh mein Gott, bitte hab Loot oder so. Hast du Loot? Besitzt du sowas? Warum gibst du mir Kohle? Okay, gib mir alles, was du hast. Ich brauche das. Aber der hat kein Inventar oder so. So, neues Bettchen. Wurde gesetzt. Sehr gut. Finde ich, ist ein guter Fortschritt. So machen wir weiter. Ich dachte, ich baue hier alles entspannt ein bisschen weiter aus. Kommt er um die Ecke? Ich habe keine freie Minute, wirklich nicht. Oh mein Gott, der wird alles zerstören. Der sieht mich gleich und ist sofort aggro und zerstört alles. Guck mal, was er mit Steinen macht. Er sieht mich. Er hat nicht meine Base zerstört. Er hat nicht meine Base zerstört. Er ist der Schnellste. Oh mein Gott, er ist der Schnellste. Golem, wo bist du? Okay, er ist direkt hinter mir. Der hat mir gerade eine Schelle gegeben, glaube ich. Oder ist über mich drüber getrampelt. Ich weiß nicht mal, was er gemacht hat. Yo. Okay, also normaler Rock-Elemental im Prinzip. Aber wie soll ich denn meine Sachen wiederbekommen?
Oh, das, ja, das, warum, oh, shit, nee, hä, was passiert hier? Oh, shit, vielleicht geht doch noch alles schief, hä? Ah, das zerstört meine Base. Es geht auf ein Raft, Leute! Obwohl, ich hätte schon gerne meine Sachen. Ah, mein gutes Metall. Ich dachte, ich könnte mir das erste Mal eine Metallachse machen oder sowas. Okay, es gibt einfach ein Primal Nemesis, aber das ist einfach Primal Chaos Logo drauf, was zum Teufel. Aber es gibt ein Raft! Und warum sehe ich darauf so riesig aus? Was zum Teufel, hä? Ich werde einfach größer, wenn ich da dran gehe. Ist das so schnell wie ein normales Raft? Ich glaube, was schon. Was ist da anders, bitte? Ich habe keine Ahnung. Da stand dran XXL. Oh! Ey, da kann mich kein Lizitschdis töten. Das ist doch auch was. Ich kann das alles nicht mehr. Ja, ich bin wieder bei den Golems gespawnt. War es eine gute Idee? Nicht unbedingt. Ich habe einen Weg gefunden, Leute. Ich habe erstens meine Sachen wieder. Die habe ich mir da hinten noch abgeholt. Und zweitens ist diese Insel leer. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Oh, ich werde mich hier aufbauen. Wahrscheinlich sage ich jetzt gerade, hier ist nichts. Und im nächsten Moment geht hier wieder alles in die Luft. Aber ich werde mich hier jetzt sowas von aufbauen. Ihr wisst es nicht. Manta, wenn du jetzt an Land kommen willst und mich töten willst, dann ist komplett vorbei. Herzlich willkommen auf einer einsamen Insel. Ich habe einen Campfire, ich habe eine Forge, aber ich habe eine Forge ohne Metall. Und ich habe hier gerade schon die ganze Zeit auf den Stein rumgeprügelt und habe kein Metall bekommen. Und deshalb müssen wir, glaube ich, einmal auf die andere Seite rüber und da hoch, weil da ist, glaube ich, Metall und da ist sogar Kristall. Also wenn wir richtig viel Glück haben und ein bisschen überleben, können wir beides bekommen und das werde ich jetzt versuchen. Und dafür machen wir uns natürlich mal ein Primal Raft XXL, weil sonst wären wir vom Manthaus gefressen. So, das hier ist XXL. Es sieht nur aus, als wenn ich immer größer werde, aber nicht als wenn das Raft größer wird. Oh, da könnte ich ein Bett draufstellen. Das wäre super smart. Die Frage ist, wer glaubt jetzt an mich, dass ich das Ganze überlebe? Das würde mich mal interessieren. Wer glaubt da dran? Ich glaube selber noch nicht so richtig dran. Wir machen mal so ein bisschen Third Person. Vielleicht sehen wir ein bisschen mehr hier in den ganzen Büschen. Also bis jetzt ganz gut. Bis jetzt tief entspannt. Haben wir irgendwas hinter uns herrennen? Ich glaube, wir haben nicht mal was hinter uns herrennen. Einmal Metall, einmal Kristall. Das ist die Mission. Das sieht mir nach einem bösen Para aus da hinten. So, schnell, 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 schnell. Bitte, 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 bitte. Das Metallstein, bitte. Ich weiß, ich habe nur eine Steinaxt, bitte. Komm schon, gönn schon. Einmal ein bisschen Metall. Nicht so sehr viel, 24 Metall. Dafür müssen wir einfach gleich nochmal her. Aber Kristall ein bisschen, bitte. Weil wir haben nur 24 bekommen jetzt. Kristall habe ich noch gar nichts bekommen. Komm schon. Bitte. Warum komm, geben Para? Aber mach die weiter, mach die weiter. Okay, ich werde schon von beiden nichts bekommen. Ich ziehe jetzt wieder durch. Wir rennen ganz schnell zum Raft. Fahren damit nach Hause. Mach uns dann eine Metallspitzhacke und komm dann wieder. Okay, wir sind wieder vorne. Wir sind wieder vorne. Wo ist das Raft? Wir leben noch. Oh mein Gott, da ist das Raft. Da ist das Raft. Ich habe selbst nicht damit gerechnet. Aber es sieht gut aus. Ich bringe Metall nach Hause. Oh, lass mich weg hier. So, Metall ist am Schmelzen. Wir können jetzt bald eine Werkbank machen. Spitzhacke. Wir haben hier eine kleine Base. Wir haben Raft. Und das sollen auch die Erfolgserlebnisse sein für die erste Folge, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Lasst ein Abo da. Das wäre super, super lieb von euch. Hilft mir sehr weiter. Dann sehe ich auch, ob das was ist, was ihr in Zukunft mehr sehen wollt. Und dann mache ich da auf jeden Fall mehr von. So, das ist der Plan. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.